Spiel 1 nach der Ankündigung von Sandro Wagner, nach der Saison als Trainer der Spielvereinigung Unterhaching aufzuhören. Spannend, wie die Mannschaft reagiert, zumal der Tabellenführer bei einem Team antreten muss, das ihm eine der 4 bisherigen Saisonniederlagen zugefügt hat. Für die Spielvereinigung Hankoven in Rot ist es vor den über 1200 Zuschauern natürlich ein absoluter Feiertag, auch weil im Anschluss noch das Starkbierfest des Clubs steigt. Die erste Duftmarke auf dem Platz setzten aber gleich mal die Gäste. Nach 2 Minuten eine Flanke von Dennis Weidner köpft Manuel Stiefler knapp am Hankovener Kasten vorbei. Und auch Szene Nummer 2 nach dem gleichen Muster. Diesmal flankt Kapitän Markus Schwabel aus dem Halbfeld und Matthias Fetsch legt die Kugel ebenfalls knapp vorbei. Der Primus also gut drin und nach 14 Minuten mit Powerplay am Hausherrenstrafraum. Chipball von Weidner auf Simon Skalatidis, dem springt der Ball eigentlich etwas weit weg. Torwart Sebastian Mayer scheint ihn zu haben, aber denkst du, Skalatidis stochert nach zum 0:1. Unglücklicher Gegentreffer für die Dorfburg. Und weiter ging es nur in eine Richtung, wieder Haching nach Ballgewinn schnell vor dem Hankovener Tor. Patrick Hopsch hebt die Kugel jedoch knapp links vorbei. Dann aber auch mal ein Lebenszeichen der Niederbayern. Vincent Ketzer fasst sich da ein Herz und zimmert einfach mal drauf. Rene Vollert mit Mühe. Letztlich wischt Viktor Zentrich die Reste auf. Das Tempo weiter sehr hoch, beide mit Pressing und fast jeder Ballverlust führte zu einer Chance. David Vogel verfehlt da diesmal das Gästegehäuse nur hauchdünn. Rüber wieder auf die andere Seite, Niklas Anspach legt per Kopf zurück auf Skalatidis und der schnürt ultrapräzise via Innenpfosten den Doppelpack in der 25. Minute. Überragendes Tor des 31-Jährigen. Und auch die nächste Szene, nur eine Zeigeumdrehung später, mega spektakulär. Veron Dobruna packt einen Fallrückzieher aus, donnert das Leder aber nur an die Querlatte. Die Bezeichnung Vollgasfußball hier also fast sogar noch untertrieben. Danach dauert es aber dann tatsächlich mal ein paar Minuten, ehe hier Ketzer über rechts geschickt wird, aber nur das Außennetz anvisiert. Alles in allem ein offener Schlagabtausch in der ersten Hälfte am Reißinger Bach, der dank Skalatidis an den Primus ging. Die Intensität blieb dann trotz eines Regenschauers zwischendurch auch im zweiten Durchgang hoch. Gute Chancen waren nun jedoch Mangelware. Haching hinten wesentlich stabiler, den Niederbayern fehlte die Präzision. Und so plätscherte die Partie so ab der 60. Minute dann doch ziemlich dahin. Die Gäste mussten nicht, Hankoven konnte nicht mehr so wirklich. Und so blieb es nach einer unspektakulären Schlussphase beim 2:0 für Haching. Trotz der Niederlage und des Abrutschens auf einen direkten Abstiegsplatz waren die Gastgeber mit der Leistung sehr zufrieden. Wir haben einen denkbar schlechten Start ins Spiel, bekommen ganz schnelle 2 Gegentore, die wo zu einfach fallen. Einmal an der Außenlinie müssen wir den Ball klären, der darf da nie mehr aus diesem Winkel ins Tor gehen. Zweites Tor, abgefälschter Schuss, der wo ins Kreuzeck fliegt. Ja, und dann bist du mit 2:0 hinten und dann kommst eigentlich super ins Spiel zurück, hast in der ersten Halbzeit zahlreiche Torschancen, wo du mindestens 1 oder 2 nutzen musst. Ja, wir sind sehr glücklich über den Sieg heute. Es ist nicht einfach, hier in Hankoven zu gewinnen. Gerade die Grundtugenden konnten wir heute auf den Platz bringen. Zweikampfführung und auch alle läuferischen Elemente haben wir heute gesehen bei uns. Hankoven hat uns das Leben sehr schwer gemacht. Auch im Hinspiel haben sie uns ja 3 Punkte abgenommen, die sehr wehgetan haben. Wir wussten, dass es sehr schwer wird, hier bestehen zu können. Gerade nach einem Highlight-Spiel gegen Würzburg zu Hause, wo die Jungs sehr viel Lob bekommen haben, ist es sehr schwierig danach, direkt nach einer Woche wieder den Fokus zu haben auf ein sehr schweres Auswärtsspiel. Auf der Pressekonferenz hinterher verriet dann Haching-Präsident Manni Schwabel auch noch den Nachfolger für Wagner. Deswegen, ja, also wird der U19-Trainer, nochmal so bin ich, Kollege Guggen, Nachfolger von Sandro, und das war jetzt auch. Oder ist keine Überraschung bei uns. Marc Unterberger wird also Wagner beerben, der mit seinen Hachingern Revanche für die 1:2 Hinspielpleite übt und weiter das Maß aller Dinge in der Regionalliga Bayern bleibt.